Habe ich gerade den Ausknopf der Kamera betätigt und Bonuslieder auf der CD. Zwei Live-Lieder, glaube ich sogar. Und wusstet ihr eigentlich, dass dieser Sänger von 4Beat, der Michael Posen, früher eine Death-Metal-Band hatte? Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Deimos, Dominus, genau, Dominus waren das. Der war Sänger der Band Dominus und ein Album der Band hieß 4Beat, wo die dann auch langsam Death and Roll wurden. Und daher haben die den Namen wahrscheinlich. So, hier haben wir das aktuelle Album von denen, Beyond Hell Above Heaven. Das ist auch in dieser limitierten Pur Edition. Wie man sieht, ist das hier so nur so eine ausziehbare Kacke. Ohne Booklet. Soll angeblich umweltschonender sein. Ist für mich absolute Kacke. Ich habe es mir einfach nur geholt, weil es preiswerter war. So. Wo wir gerade davon reden, von Rotzbands aus dem Deathcore-Bereich wie WBTB und BMTH. Hier haben wir mal eine gute Deathcore-Band und die einzige Deathcore-Band, die ich mag, das ist auch mein Guilty Pleasure, Winds of Plague. Das ist quasi eine Mischung aus Hatebreed mit Death Metal Vocals und sinfonischen Anleihen. Die ist auch mittlerweile die einzige Death Metal Band, die ich kenne, die solche sinfonischen Elemente hinzugefügt hat. Riesengeil, davon habe ich halt Occult, nee, Decimate the Weak und the Great Stone War. Die habe ich live gesehen und die beiden Alben habe ich mir auf deren Live-Konzert gekauft. Auch das Konzert, wo ich We Butter the Bread with Butter gesehen habe. So, dann kommen wir noch zu einem sehr, 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 sehr Avantgarden Black Metal Album von Wolves in the Throne Room. Ich glaube, der LST kennt und mag die auch. Vier Songs sind drauf. 40 Minuten geht das Ding, alle gehen über 10 Minuten. Ziemlich geil, hypnotisierend und Avantgarde halt. Wenn man was mit diesem Begriff anfangen kann. So, dann kommen wir zu einem Industrial Rock Metal Album. Das ist Rob Zombie. Ja, genau, Rob Zombie. Der Rob Zombie, der auch unglaublich schlechte Filme macht, wie Haus der tausend Leichen. The Sinister Urge. Das ist halt so typischer Horrorfilm. Spooky Rock. Kommt manchmal ganz cool. Aber in meister Zeit steht das hier im Regal rum. Ja, wie gesagt, so Spooky Rock, was halt so ungefähr so wie seine Filme klingt. Und das letzte Album aus meiner Liste: ZZ Top mit XXX. Eins der schlechtesten ZZ Top-Albums habe ich mir auch nur mitgenommen, weil es 3 € gekostet hat. Ohne Scheiß, 3 €. Das hat auch so einen ganz merkwürdigen, bluesigen Ton. Ja, die Hälfte des Albums, das ist übrigens ein Studioalbum, ne? Ein vollwertiges Studioalbum. Und die Hälfte der Songs wird erstmal live gespielt. Ich habe keine Ahnung warum. So, es gibt natürlich tausendmal bessere Alben von ZZ Top, Eliminator zum Beispiel oder Fandango oder Rio Grande Mat. So, nochmal hier in der Gesamtansicht. Das ist meine Musiksammlung. Das ist übrigens ein Aufkleber von Destroy the Opposition. Das ist kein direktes Album, das ist eine Band, die ich mal live gesehen habe mit Master und Garage Days. Kennt kaum einer. So, das war's zur Musiksammlung. Ich habe alle meine Alben vorgestellt. Vielleicht werde ich euch mal ein bisschen up to date halten, wenn mal wieder eine ganze Menge neue Alben reinfliegt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war mein Musiksammlungsspecial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis dann.